Hey guys, euer Endsmash, wieder hier am Drücker mit einem neuen Part Smash Bros. Ultimate. Diesmal aber nicht im Online-Modus, sondern ich dachte mir, ja, jetzt wo wir einen neuen Charakter haben, zeige ich in diesem Let's Play einfach mal den Klassisch-Modus, obwohl das ist ein Modus, den man eigentlich nicht wirklich zeigen braucht, aber ich dachte mir, ja, der Vollständigkeit halber, dass wir den auch mal hier in diesem Let's Play haben. Und dass wir dann auch diese Chance nutzen, um eben den neuen Charakter vorzustellen aus Dragon Quest, der Held. Held! 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 Ja, und er hat nicht einfach irgendwelche unterschiedlichen Farben, sondern nö, es sind einfach mal verschiedenste Helden aus der Dragon Quest-Reihe. Sind wohl, glaube ich, alles die Hauptcharaktere aus den unterschiedlichsten Teilen dieser Serie. Ich kenne mich mit der Serie überhaupt nicht aus. Ich weiß nur, dass es verdammt ähnlichen, wenn nicht sogar der gleiche Artstyle ist wie Dragon Ball. Und ja, viele Leute haben sich doch Goku für Smash Bros. Gewünscht. Ja, jetzt stellt euch einfach vor, das sind Charaktere aus dem Dragon Ball Universum. Ne? Gut, mit wem sollen wir denn zocken? Mit dem Standardhelden oder irgendeinen anderen da? Würde ich sagen, wir machen einfach mal den Standard, ne? Die anderen Skins, die anderen Figuren kann man ja in einem anderen Part zeigen. Machen wir mal Stufe 3. Ich bin auch gespannt, wie er sich spielen lässt. Ich habe ihn noch gar nicht ausprobiert. Oh Gott, die ganzen Kirbys. Ja, ich kann mir schon vorstellen, worauf die basieren sollen, auf diesen komischen Schleime, die man ja aus diesen Dragon Quest Spielen kennt. Okay. Nette Dash Attack. Erinnert so ein bisschen an Link, aber nur so ein bisschen. Boah! Oh Gott, ey. Wie gesagt, ich habe noch gar nicht mit Link gespielt. Ich habe gar keinen Plan, was seine Angriffe überhaupt sind. Beziehungsweise was sie bewirken. Oh, das war der Abi. Zack! Oh Mann. Ich muss mal gucken, wie die ganzen Upbeats da funktionieren. Er hat ja, glaube ich, noch so einen Move, dass er irgendwie, keine Ahnung, seinen Move verändern kann. Und oh ja, jetzt sehen wir mal die neue Stage. Sieht schön aus. Ja, ohne Witz, sieht wirklich nice aus. Ja. Oh, ein Fake Smash Ball, eine Smash Bombe. Der Side B lädt er irgendwie so einen Blitz auf und dann. Okay, geht nicht mehr. Jetzt geht's auf einmal. Oh, Alter. das ist immer so das Interessante zu testen, wie so ein ganz neuer Charakter überhaupt funktioniert. Kann ich den irgendwie speichern, den Blitz, oder wie ist das? Ich hoffe, die Leute, die jetzt schon Profi mit diesem Charakter sind. Ich hoffe, die verurteilen mich hier nicht, dass ich jetzt so richtig kacke mit dem Spiel. Aber wie gesagt, ich spiele das erste Mal mit dem. Wow. Boah, Schlitz. Da muss ich halt gucken, wie der funktioniert. Und ich habe auch gerade gesehen, über unserem Skin ist so eine Mana-Leiste, so eine MP-Leiste. Jetzt frage ich mich über eins, von dem Helden, wird es da nur eine Amiibo-Figur geben oder bekommt da jede Figur seine eigene Amiibo? Das wär schon irgendwie krass. Ja. Ah, mit dem Down-B, okay, das ist die, wo du diese komische Attacke da verändern kannst. Okay, Down-B gedrückt halten und dann kannst du halt mit dem B, also Down B, den B-Knopf gedrückt halten, dann kann man wählen, was man da haben möchte. Boah, irgendeine Ladeattacke, okay. Boah, das sieht ja krass aus. Was, welche Attacke wird von dem Down B dann beeinflusst? Ist das der Neutral B? Gähne, Brutzel. Brutzel, der Brutzler. Nein, das soll keine Schleichwerbung sein. On fire!
Das sieht schon heftig aus, ey. Das sieht schon cool aus, diese Feuerballattacke. So, jetzt probiere ich mal was. Das wollte ich jetzt nicht ausprobieren. Konzentrieren. Habe ich das jetzt ausgewählt? Jetzt habe ich es ausgewählt. Hä? Ah, nee, okay, jetzt kapiere ich es. Jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Wenn er mich mal hier lässt. Also, Daumen drücken, gedrückt halten, den B-Knopf auswählen. Obwohl, brauchst du gar nicht gedrückt halten. Daumen machen. Lol. 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 Ja, also wie gesagt, Daumen drücken, dann kannst du mit dem Stick auswählen, was du von diesen 4 Aktionen haben möchtest. Und dann musst du es nochmal mit B bestätigen. Ah, Mist. Okay, das ist ein Ultra Smash, wo du nah am Gegner stehen musst. Alles klar. Wow! Was hat denn noch so? Einfach mal voll eingefroren und yes, mit dem Up Smash erledigt. Okay, ich bin jetzt zwar gar kein Dragon Quest Fan, also ich habe in dieser Serie gar nichts am Hut. Und über den Charakter hat sich meine Freude eigentlich auch in. Die hat sich auch in Grenzen gehalten. Aber wenn man den mal so selbst spielt, er ist schon interessant aufgebaut. Macht schon irgendwo Spaß. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass er ein Main von mir wird. Das ist bestimmt nicht. Aber wie gesagt, interessant lässt er sich spielen. Boom! Das mit dem Daumen, wie du nochmal 4 extra Angriffe hast. Boah, noch beschleunigen. Yay, das ist fast schon wie Schulk. Alter, heftig. Yeah! Und Smash! Zack! Schlitz! Und ab die Rübe! Oh. Yeah! Extra klasse. Bereit? Los! Okay, dass dieser Held jetzt Pikachu als Partner hat, ist das irgendwie eine Anspielung? Ich meine, klar, es muss eine Anspielung sein. Die ganzen Kämpfe sind ja irgendwie Anspielungen auf die eigentliche Serie von dem Charakter, den man spielt. Flammenhieb! Teleportation! Ich merke auch gerade, diese komischen Angriffe, die man mit dem Downbeat wechseln kann. Sag mal, wechselt das hier ständig? Also man hat hier anscheinend wesentlich mehr Angriffe zur Auswahl als bloß 4. Multibeschleunigung, Krackhieb, Boing! Jetzt bringt mir das Boing. Und, ja, oh, jawohl, Ultra Smash! Okay. Der Brutzler! Yeah. Also wie das mit dem Downbeam, mit der Auswahl der Attacke da funktioniert, also was für Attacken da kommen, wenn man den Downbeam macht. Das habe ich noch nicht gecheckt. Ist das einfach nur Zufall, was da für Angriffe kommen zur Auswahl? Oder hat das irgendwie ein System? Das checke ich da noch nicht so. Ich glaube ja momentan echt, dass es irgendwie ein Zufall ist, was es da so für Angriffe gibt. Aber das wäre schon irgendwie ein bisschen krass, wenn das einfach nur random ist. Das ist dann echt eine totale Glückssache. Teufelsbeil! Und, ich wollte den Wupp machen. Lass mich doch den Wupp machen. Ich will doch nur den Wupp machen. Ich will nur den Wupp machen! Oh, fuck. Das war der Wupp? Habe ich ihn jetzt so damit zerstört, dass ich ihn
aus dieser Dimension pulverisiert habe, oder was? Scheiße, Alter. Halt, die Fans aus Dragon Quest, die werden sich mit diesen, die sind mit diesen Angriffen bestimmt viel mehr vertraut als jemand wie ich, der mit der Serie gar nichts am Hut hat. Oh, Punkte sammeln! Was ich beim Klassik-Modus ein bisschen schade finde, ist, dass dieser Parcours immer der gleiche ist. Da hätten die für jeden Charakter eigentlich so einen eigenen Parcours irgendwie machen können. Wobei ja jeder Charakter schon seine eigene, ja, Gegneranordnung hat. Also was für Smash-Charaktere als Gegner da kommen. Aber hier die Route, die hätte man auch nochmal für jeden Charakter irgendwie anpassen können. Ah, Mist, okay, komme ich nicht ran. Schuss! Ich nehme das Ganze auch übrigens spät auf, weil, wegen Arbeit und so weiter. Da hoffe ich, dass meine Chinchillas mir nicht wieder in die Quere kommen. Aber bis jetzt halten die sich erstaunlicherweise ziemlich ruhig. Finalrunde. Gegen Darail, Entschuldigung, Robin. Was für mich immer noch ein Mysterium ist, warum der im Deutschen hier Darail heißt. Das ist ja, glaube ich, der französische Name von Robin. Warum Nintendo of Europe bzw. Nintendo Deutschland das so entschieden hat? Keine Ahnung. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe nichts gegen den Namen. Warum sich manche Fans darüber so aufregen? Ich meine, es ist komisch, weil ein Fire Emblem an der hier bei uns in der europäischen bzw. deutschen Variante, da heißt er ja Robin. What the hell? Aber hier in Smash Bros. Heißt er hier im Deutschen Darain. Das ist eben ganz komisch. Alter Gorg, bist du fett geworden. Verschwinde! Wow, Alter! Gut gemacht! Danke! Yay! Ich glaube, das überspringe ich mal so ein bisschen. Normalerweise mache ich das immer komplett durch, einfach wegen den Punkten und den Geschenken, die man da bekommt. Aber jetzt hier für dieses Let's Play, ja, ist, denke ich, ein bisschen langweilig dann. Ja, wie gesagt, lässt sich interessant spielen, dieser Charakter. Ein Teil deiner erhaltenen Belohnung konnte leider nicht entgegengenommen werden, da du bereits die höchste Zahl des der entsprechenden Item. Was? Es gibt eine Begrenzung, was das Erhalten der Items betrifft? Okay. Das ist mir neu. So, jetzt gehen wir einfach mal in den normalen Smash-Modus. Alter, der brüllt hier wieder durch die Wohnung. Das ist. Ah, ich hasse das, ey. Könnte ich ihn als mal. Eins auf die Gosch geben. So, Versuche 3, 10 Minuten. Ja, das dürfte, denke ich, in Ordnung sein. Ja, ich habe übrigens. Ja. Wohl, ne, Quatsch. Die Stage hat man hier im Let's Play schon gesehen, wo Rüdiger mit dabei war. Ja. Nein, das wollte ich. Machen wir mal die Final Destination Version von Yggdrasils Altar. Alter, Alter. Rügenwalder. Die mit der Mühle. Okay, ich höre schon auf. Alle. So, dann zeigen wir mal den Knilch hier. Ich würde sagen, den Kommen-Gegner, ja, den machen wir auch mal den Helden. In der Form.
Weil die Form eigentlich auch ziemlich nice aussieht irgendwie. Muss an den Farben liegen. Oh, was passiert, wenn zwei Helden aufeinandertreffen und sich eins auf die Mütze geben? Den Sidebeat, den verstehe ich auch noch nicht so wirklich. Jetzt lädst du einen Blitz auf und dann wirbelst du um dich rum. Kann man den Blitz irgendwie... Wow. Den Blitz kann man nicht irgendwie aufladen. Also, ja, aufladen, speichern und dann irgendwie separat irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt ja, aktivieren. Das geht anscheinend nicht. Oder es geht doch und ich verstehe es bloß nicht. Okay, mit dem Charakter kann man auch bestimmt spiken. Ja, kann man. Das ist immer schon sehr schön. Ich mag Charaktere, mit denen man spiken kann. Wie gut ist der Abbie eigentlich? Kann man das aufladen? Oh ja, das kann man aufladen. Das kann man aufladen. Whee! Macht das eigentlich Schaden oder wird der Gegner dadurch nur weggedrückt? Wow. Peng. Gen. Also wie gesagt, es würde mich echt mal interessieren, ob diese... Holy shit. Ob diese Angriffsauswahl echt zufällig ist, was da kommt. Teufelsball. Beil. Metallhieb. Okay, ich sollte vielleicht aufhören, mit den Attacken hier rumzuspielen, sondern richtig kämpfen. Alter, der Hintergrund ist immer richtig episch. Ja, wie gesagt, das ist halt mal so ein Part, um den Charakter so ein bisschen kennenzulernen, zu gucken, wie funktioniert er so, was hat er für Mechaniken und so weiter. Da muss man ja nicht gleich immer ernst kämpfen. Erstmal gucken, was kann der Typ eigentlich? Ja? Aber ich glaube echt, den Neutral-B, den finde ich jetzt schon richtig geil von dem Charakter. Der ist richtig cool. Einfach mal so einen richtigen fetten Feuerball auf den Gegner loslassen. Wenn der trifft, ey, dann hat er nochmal ja, einen ordentlichen Impact. Oh, shit! Scheißendreck. Der Held! Der hat ja einen coolen Schild. Ich weiß nicht, wieso. Ich finde es einfach witzig. Wie gesagt, viele Fans wünschen sich ja Goku als Charakter. Und Dragon Quest hat einfach, wie gesagt, den gleichen Artstyle wie Dragon Ball. Also wenn man Dragon Quest nicht kennt, wirklich nur Dragon Ball kennt, da wird man bestimmt auch erstmal denken: Hä, ist das ein Charakter aus Dragon Ball oder so? So, machen wir mal. Den hier, das ist so der Hauptcharakter aus der Dragon Quest Serie, den ich am besten kenne, weil ich da früher oft mal das passende Spiel dazu im Fernsehen gesehen habe, also in den Werbetrailern. Von daher kenne ich diesen Charakter am besten eigentlich. Also jetzt nur so vom Optischen her. Ich finde, er hat so ein bisschen was von Son Gohan, oder? Ja, doch. Oder was meint ihr? So ein bisschen, oder? So ein bisschen, ja, so ein bisschen, ne? Finde ich zumindest. Was bringt eigentlich dieser Schild, dieser komische Kreis, den der Charakter da um sich hat? Alter! Also der Computer kämpft besser, der kämpft viel besser als ich. Da wird es bestimmt wieder einige geben, die sagen, der neue Charakter ist voll OP. Das ist irgendwie so bei jedem neuen Charakter. Wird immer gesagt, er ist voll OP. Sakurai, der muss schwächer gemacht werden, der muss genervt werden. Oh! Ich krieg hier echt gerade kein Bein auf die Erde.
Verdammt nochmal! Ach ja, ich hoffe, man hört übrigens nicht irgendwie ein Rauschen im Hintergrund, weil ich habe meinen Deckenventilator an. Es ist ein bisschen warm hier gerade bei mir. Gucken, ich werde die Tonaufnahme eben ein bisschen entrauschen. Vielleicht hört man es ja dann nicht mehr. Und Feuerball! Oh, jetzt machen sich die Chinchillas bemerkbar. What the hell? Ah, das war diese komische Selbstzerstörungsattacke. Alter. Ey, der CPU macht mich fertig. Teufelsbeil! Schwupp! Schwuppdiwupp! Schwupp die Nudeln! Nein! Und Dash Attack! Wow. Multibeschleunigung. Knister. Ich bin so ein richtiger Anime-Charakter. Die müssen ja auch immer den Namen ihrer Attacke sagen, wenn sie die einsetzen. Der Held! Wahnsinn. Gut, ich würde sagen, machen wir noch einen Kampf. Jetzt versuche ich aber auch wirklich den zu gewinnen. Das heißt jetzt hier nicht groß rumexperimentieren. Müssen wir als nächstes den Knilch daneben. Dann haben wir eigentlich alle Helden durch. Gucken, was die noch so für Farben haben. Okay, nicht viel. Nicht wie. Ah ne, halt Moment. Der, den ich habe, das ist ja der Standardheld, nur in einer anderen Farbe. Okay. Okay. Ja gut, dann machen wir hier Zufall. Lassen wir es dem Zufall, gegen wen wir hier kämpfen. Machen wir nochmal den Standardhelden. Oh, gegen Fake war Luigi. Dran denken, wenn ich mich retten will, dass ich den Abi aufladen muss. Ja, bleib mir weg mit deinem Klosaugnapf. Oh, der hat mich gespiked. Die Drecksau. Das reicht nur aber, ey. Alter. Ja, also mit dem Charakter, ja, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt hypen, aber ja, von dem, was er so bietet, kann man eigentlich zufrieden sein. Egal, ob man jetzt Dragon Quest Fan ist oder nicht. Ist auf jeden Fall interessant. Interessanter Charakter, schöne Stage, wie ich finde. Ich finde die Stage wirklich schön. Viel Natur, auch schön bunt, schön mit den Farben und so weiter. Ja, also kann man sich nicht beschweren. Ist ein netter Charakter. Aber auf den Charakter, wo ich mich momentan wirklich mega freue, ist einfach nur Banjo-Kazooie. Hype-Charakter momentan. Möchte ich ja mainen. Und ich hoffe, der lässt sich gut spielen. Also die, besser gesagt, sind ja zwei Banjo-Kazooie, ne? Alter! Luigi, lass mich doch mal wieder auf dem Boden. Alter! Okay. Klappe halten, konzentrieren. Den besseren Feuerball. Alter, da einfach mal perfekt abgewehrt.
Ey, was ist kaputt mit diesem... Hallo? Was ist kaputt mit diesem Kommen? Alter. Ja. Oh. Alter, wenn das connected hätte. Alter, ein Kommen, Luigi hat mich geplättet. Richtig zerstört. Na gut, zu meiner Verteidigung, ich kämpfe mit einem ganz neuen Charakter. Alter, ey. Was der für Kombos rausgehauen hat. Und das für ein Kommen. Die Kombos waren früher nicht so stark. Na gut, dann beende ich die Aufnahmesession. Wie gesagt, interessanter Charakter, man kann zufrieden sein. Und ja, wann's die nächste Aufnahmesession von Smash Bros. Ultimate geben wird, das weiß ich noch überhaupt nicht. Ich habe jetzt vor, mal wieder, vielleicht so am Wochenende, mal wieder ein bisschen Mario Maker 2 aufzunehmen. Und ja, Splatoon 2 ist ja jetzt beendet. Ist ja jetzt der letzte Part gekommen mit dem finalen Splatfest. Ja, die einzigen Projekte, die jetzt noch laufen werden, also Videospiel Let's Play mäßig, sind jetzt eigentlich bloß Smash Bros. Und Mario Maker 2. Ja. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und denkt daran, immer schön zocken. Ciao!